Das Geile ist, Leute, wir nehmen seit einer Stunde auf und wir haben neue Mikrofone, so Steckmikrofone, und die mussten wir einstellen, aber das kann man mit einem Programm machen und deswegen alles für die Katz. Also müssen wir das Ganze jetzt wieder neu machen. Sorry, war eigentlich sehr, sehr interessant, aber egal, wir versuchen alles wieder normal so zu erklären. So, erstmal willkommen bei den Kraftsitzen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Router ist kaputt gegangen. Wahnsinn. Deswegen. Einfach so. Ja, ja, geht, ich habe einen neuen Router eingebaut. Und jetzt kann ich meine ganzen Bühnenleuchten und so nicht betätigen. Oh. Muss ich jetzt alles wieder neu einstellen. Das heißt, ich muss hier rein. Bühne 1, zack. Oh, sorry. Boom. Jetzt funktioniert's. Auf jeden Fall haben wir ein Problem gehabt, dass dieser Injektor rausgeflogen ist. Erst ist es auf der rechten Seite passiert, dann ist es auf der linken Seite passiert. Das heißt, rechts Griechenland, links Serbien. In der Türkei haben die ja Helikon benutzt. Das war das hier. Was sie in der Türkei benutzt haben, war ja länger. Das sind die längeren. Also genau. Es gibt auch längere davon. Ja, ja, die sind nur extra. So. Deswegen haben sie super gemacht, bis auf ja, die Arbeit. Che, jok, bitte check me. Warum? Hä, warum? Jok, che, makine var ya. Ne diyorlar ya? Çekiyorsun ya bir şeyler. Türküsün abi. Türküm de ya, Türkçem yok. Ama yaptı abi. Das habt ihr ja nicht gesehen gehabt. Ne? Wie gesagt, das habe ich ja rausgeschnitten gehabt. Ne? Davor habe ich das gesagt gehabt, Leute, bitte benutzt Staubsauger. Ich konnte es nur türkisch nicht sagen, weil Staubsauger auf türkisch nicht eingefallen ist. Und dann haben die schon angefangen zu bohren. Egal, hat ja alles gut geklappt. Die haben noch sauber gemacht und so. Auf der rechten Seite, wir haben, sagen wir mal, das ist M8, haben M6 reingebohrt. Und dann hatten wir Außengewinde M8. Innen M6, so, dass das Ding in reingepasst hat. Also haben die selber eine Hülse hergestellt. Habe ich gefeiert, weil davor war ich ja down. Habe ich gesagt, oh mein Gott, was haben die gemacht? Weil ich am Anfang dachte, die werden jetzt eine Schraube reinjagen. Das hätte nie im Leben funktioniert. Wollten mit der Hülse vielleicht. Wo ich mich dann halt aufgeregt habe, haben die sich dann überlegt, okay, wir versuchen das so. So, da sieht das ungefähr so aus. Ich habe mir jetzt die besorgt. Das sind Edelstahlhülsen, extra für sowas gedacht. 8er Gewinde außen, innen 6er. So, dass unsere Injektorschraube reinpasst. Auch nicht zu tief, das ist auch wichtig, weil das Gewinde geht nur bis hierhin. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass das nicht zu weit gebohrt wird. Weil wenn das zu weit gebohrt wird, die Schraube weiß das nicht, dann passiert Folgendes, wir werden den Ventildeckel runterdrücken. Was passiert, wenn wir den Ventildeckel runterdrücken? Ventildeckel, Plastik, geht kaputt. Mhm. Vielleicht nicht am Anfang. Also wenn ihr wollt, können wir natürlich irgendwann mal darüber ein Video machen, wie ich das machen werde. Da, wo schon M8 drin ist, M8 machen. Das andere will ich erstmal lassen. Habe ich aber irgendwann ein Problem, haben wir immer noch die Chance, auf dem 8er zu bohren und das Ding, wenn das stabiler ist, das hier behalten. Das bitte einmal ausprobieren, weil ich muss mir die ACCs anschauen. Haben natürlich viele geschrieben, Yunus, 400.000 Auto. Warum hast du nicht so viel Liebe gegeben wie bei dem Mercedes da? Ja. Über 1 Million gelaufen ist. Hätte ich jetzt so viel Liebe gegeben, hätte ich jetzt die Querlenker getauscht, hätte ich die hinteren Querlenker getauscht, hätte vielleicht noch eine Getriebespülung gemacht. Ladeluftkühler wollten wir einbauen. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe das jetzt alles gemacht. Hätten wir jetzt trotzdem nicht stehen geblieben wegen das hier? Erinnert euch doch, welche Autos sind alle liegen geblieben dort? Wir hatten einen Mercedes gehabt. Mercedes Hochdruckpumpe kaputt. Ich schätze mal, der hat Späne rausgeschmissen, hat die ganzen Injektoren kaputt gemacht. Schaden von locker 3.000, 4.000, 5.000 Euro. So viel? Locker. Wow. Ja, natürlich. 4 Injektoren in der Türkei finden. Sehr Ach, die Injektoren teuer. Waren auch kaputt dann. Ja, Motor musste runter und so weiter und so fort. Die haben auf jeden Fall heilen Geld bezahlt. Bin ich mir 100% sicher. Hat man einen BMW gehabt, Motorschaden. Dann hat man noch einen BMW gehabt, Kettenschaden. Dann hat man einen Ford gehabt, Kupplungsschaden. Dann hat man einen VW gehabt, Kopfschaden. Irgendwas mit Bremsen gab es auch. Dann hat man Bremsen, Ford. Also Ford kommt mit Bremsen um die Ecke. Genau. Wir hatten einen Charan gehabt, glaube ich war das, weiß ich gar nicht mehr. Reifen waren locker und. Was für Sachen wir erlebt haben. Da kamen ja täglich 4-5 Autos und rein. Ne? Genau, an dem Tag, wo wir noch weggefahren sind, da sind nur noch 2 Autos gewesen, die frisch eingetroffen sind. Da weiß ich gar nicht mehr, was Sache war. Aber ich habe keinen anderen Audi gesehen, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Jetzt können wir ja spekulieren. Ist es wegen Chiptuning passiert? Ich sage euch, nein. Warum ist das passiert? Weil ich die davor, kurz davor abgebaut habe und wieder eingebaut habe. Darum ist es passiert. Ja, unsere Ventildeckelischung, die war ja beide undicht. Die haben wir gewechselt. Und was ist passiert? Die Schrauben wurden dann ganz normal angezogen. Okay, vielleicht war ich ein bisschen radikal unterwegs. Aber trotzdem heißt das nicht. Es müsste trotzdem halten. Und deswegen sind die kaputt gegangen.
ne? Und 400.000 Alukopf, Gewinde, ist kaputt gegangen. Und ich habe ja auch danach echt viele Leute gehört, die sagen, ey Yunus, das ist eine Krankheit, mach dir überhaupt keinen Kopf. Das ist mir auch schon tausendmal passiert. Also was ist tausendmal? Mir ist das auch passiert. Erst auf dieser Seite, dann auf der anderen Seite. Und jeder hat genau dieses gleiche Problem gehabt. Injektoren sind rausgeflogen, die haben Helikoids eingebaut und fertig. Und danach ist das nie wieder passiert. Deswegen haben jetzt viele geschrieben, Yunus, schmeiß deinen Wagen weg. Klar, man schmeißt jetzt auch so ein Auto einfach weg, wegen sowas. Also ganz ehrlich, Leute, wir leben doch schon in so einer Wegschmeißgesellschaft. So ein Auto kostet 20.000 Euro. Warum soll ich so ein Auto wegschmeißen? Wieso was? Das sagen vielleicht Leute, die viel zu viel Geld auf der Seite haben, die sich mal so ein neues Eben kaufen können. Das sagen Leute, die noch nie ein Audi gefahren sind, wo wir über diesen Sturm gefahren sind. Ey, Autos sind so vor mir gefahren, so. Ich hab's gar nicht gemerkt. Das war auch Richtung Und ich hab noch so eilig gesagt, ey, ist es windig? Die Welt geht runter. Und wir fahren so ganz chillig, ohne Windgeräusche. Die Windgeräusche haben wir wahrgenommen. Ja, ja, und wo wir Fenster aufgemacht haben, haben wir gesagt, was ist das denn? Ich muss ja sagen, 400.000 gelaufen. Wir haben immer noch die ersten Gelenke hier drin. Und der Wagen lässt sich immer noch hammergeil fahren. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir jetzt einen Kopfschaden hätten, wenn wir Motorschaden hätten, wenn wir einen Getriebeschaden hätten und. Da hätte ich euch verstanden, da hätte ich gesagt, okay, komm, Auto abschleppen. Ich gucke mir das hier an und sage, weißt du was, es lohnt sich nicht. Ich hätte Spaß gehabt, ich verkaufe das. Hätte ich trotzdem nicht. Na, kommt drauf an, was für ein Motorschaden. Wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Euro Motor kaufen müsste, dann hätte ich gesagt, okay, das lohnt sich nicht. Aber so. Injektor ist rausgeflogen, Gewinde ist kaputt gegangen und hat das hier bei mir kaputt gemacht. Also die diese Dichtung. Da drin, ne? Genau. Diese Dichtung ist hier gerissen, deswegen haben wir auch Ölverlust gehabt. Guck mal, der hat das jetzt gerade ausgebaut. Komm, lass uns mal anschauen, wie viel Öl wir verloren haben. Ist das eigentlich viel gewesen? Guck, Alter, hier. Ja, war schon viel, ne? Zeig mal. Hier haben wir auch ein bisschen Ölverlust. Oh, okay, das könnte aber der alte noch sein. Hier, guck mal, siehst du ja. Ja, das sehe ich. Ölverlust. Also meinst du, es kann da runtergekommen sein? Das ja, ist das? Natürlich. Hier siehst du. Und das hier auch? Ist das auch von dem? Alles von da, ja. Ah, okay. Deswegen hier siehst du ja auch, guck mal, hier die ganzen Spuren. Ach, das ist hier. Das wieder, was da entlang läuft. Ja. Ja, das haben wir alles verloren, ne? Genau, Ibo. Jetzt müssen wir einmal, ich habe ja ACC-Probleme. Das auch, oder? Hier, guck mal, was du nach hinten. Ja, ja, das ist alles nach hinten gelaufen. Also wir werden die Dichtung jetzt erneuern. Hier, guck mal, auch wieder runter. Ne? Das kommt ja hin, das ist ja nur auf dieser Seite. Ne? Links haben wir ja nichts. Ja gut, das ist jetzt halt von der Mitte hier ein bisschen rübergekommen. Aber links ist ja alles sauber sonst, ne? Ja, ja, weil hier ist ja kein Problem gewesen. Oh, hier. Das Ding ist so schön von hier rüber. Ich habe schon gesagt, dass ich meine Geduldkiste vergisst habe. Ja, das erwähntest du schon einmal. Also warte. Schraubenzieher, dann siehst du das besser. Hier, guck mal, hier ist er ausgerissen. Siehst du das? Deswegen hat er hier auch schön Öl verloren. Und die Dichtung werden wir jetzt in eingebauten Zustand fertig machen. Kann man das? Also ich habe es noch nie gemacht. Aber müsste gehen. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt den Ventildeckel aufzubauen. Deswegen, ich habe mir den jetzt den alten angeschaut. Guck. Der alte sieht ja so aus. Also werde ich das hier einmal kaputt machen und danach versuchen, den hier so rauszuholen. Dass man einfach mal probiert, ob das so geht. Ja, oder? Warte mal. Oder meinst du, dass ich den von hier vielleicht... Ja, gucken, wie wir das machen. Da. Da ist er. Kannst du mir die Dichtung, dann bringen die neue. Wir machen das einmal sauber. Ja, mach ich. So, guck mal, da ist das Gewinde. Da siehst du, wie der das gemacht hat. Ne, der ist nicht zu 100% drin. Die Hülsen stecken noch drin, das ist das Gute. Aber wir müssen safe irgendwann mal die rausholen und gucken, dass wir das vernünftig noch mal die guten mit den Edelstahlbremsen machen. Ne? Ja. Ne? Mercedes-Stern. Mit Gefühl natürlich. Ne? Ja, mal ein bisschen hier rüber. Das Ding ist drin. Super.
So muss das aussehen hier. Schön. Der ist jetzt dicht. Und jetzt können wir das an der Seite da machen. Richtig dran jetzt, ne? Überall. Ja. Zack. Da haben wir unsere neue Dichte. Jetzt darf der nichts mehr verlieren. Hoffen wir mal, ne? Ja. Ganz neu. Dass er nicht mehr meckert. Ja, nichts ist kaputt. Super. Natürlich mit Vorsicht, ne? Weil das Problem ist Plastik. Und das dann einmal hier nochmal sauber machen. Ganz kurz. Mhm. Die Injektoren haben auch bestimmt die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. So, normalerweise 6 Minuten, 90 Grad, Eidosch. Aber? Das mache ich aber jetzt nicht mehr. Nachdem das jetzt jeder auch nur noch so gemacht hat, dachtest du, ich mach das jetzt auch so? Ja, wir machen das erstmal so. Das hat ja keine Werkstatt gemacht, ne? Mit Newton gearbeitet oder so. Wieder zur alten Position gebracht. Das war's. Ah, die Markierungen haben wir wieder, ne? Noch. Genau. Die Leitung. Ich hab die Leitung euch fest. So. Wo wir Glück hatten. Was denn? Dass keine Düse oder so kaputt gegangen ist, Alter. Weil sonst wäre das richtig, richtig teuer. Ja, vor allem diese Düsen, die wir benötigen, mal so eben dort finden. Dann hätten die das bestimmt bei Audi bestellen müssen. Hätten die vielleicht gesagt, hier, warum müsst ihr jetzt eine Woche hier warten? Wir hatten nicht mal die Dichtung da gehabt. Wo haben die das hergekriegt? Ja, die haben das ja auch bestellt, ne? Ja, die hatten ja, guck mal, die Dichtung. Von wo kamen denn die Teile? Hä? Von wo kamen die Teile? Ankara oder Istanbul? Welche? Die Teile von Audi, die Originalen, die sie bestellen mussten. Die kamen von Ankara. Also Istanbul, nee, Ankara, von Ankara. Ah, okay. Alles mein gut. Bruder, Baujahr 2022, X5, also 3 Liter Biturbo, 60.000 gelaufen, vielleicht 50, weiß ich nicht. Ist ja auch liegen geblieben. Ich weiß. Ne, wegen dem schlechten Sprit. Der hatte auch die Agerventil, AdBlue-System. Du kannst mir sagen, was du willst, die punchen überall in der Türkei. Meinst? Ich will ja auch keinem was unterstellen, aber mein Bruder, Ibi, hatte das gleiche Problem, AdBlue-System. Hatte der auch, ja? Ja, ne? Auch das gleiche Problem. Zellmarbe genauso. Ich genauso. Aber bei mir bin ja einmal außen an. Das war's. War's wieder weg, genau. Ja. Mhm. So, aber ein Problem haben wir. Was denn? Ja, genau, das Display. Das ist nicht mehr. Das gucken wir uns beim nächsten Video mal an. So. Das ist auch voll nervig, ne? Man braucht das so, wenn man nach rückwärts fährt oder so. Ich finde, da kannst du halt jetzt nicht mehr gucken. Der piept zwar. Ja. Viele haben mit mir gefiebert. Die haben gesagt, Jonas, Kopf hoch, der wird schon. Ehrlich, Dankeschön dafür. Ich habe gerade das Gefühl, auf mir krabbelt was. Okay. Das sind deine Haare, Eilisch. Ja, wahrscheinlich. Bleib da stehen. In Edirne, ey, Jonas, aber ich bin in Edirne, ich komme dir helfen. Ich mache das, ich mache dies. Sehr viele. Dann war ich irgendwo in Ankara. Jonas, aber ich bin auch in Ankara, komm. Lass uns treffen und. Ich muss auch dazu sagen, die ganzen Videos, die wir geschnitten haben, das war 1,5 Wochen immer. Dazwischen so. Genau. Mhm. Mich haben auch 1-2 Leute getroffen in der Türkei. Da haben wir auch ein bisschen Smalltalk und so gemacht. Schöne Grüße an die Audi-Gang. Ne? Echt coole Leute. Und dann hier schöne Grüße an Multi. Wir haben ein neues Spiel erfunden. Multiball heißt das. Und da wollte ich einmal mal Multi mal fragen. Multi, wer war nochmal Weltmeister im Multiball? Hm. Kannst ja gerne mal kommentieren. Schöne Grüße an den Loser, ich meinte am Multi. Oh. Ansonsten auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Hajo und vielen Dank nochmal an Ennis und so. Auf jeden Fall für die ganzen Leute, die jetzt noch in den Urlaub fahren oder zurückkommen, wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Kraft. Seid vorsichtig, ich hoffe mal, dass euch nichts passiert. So Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, der wird auf jeden Fall keinen Öl mehr verlieren. Wir werden jetzt den Wagen auf jeden Fall jetzt auf Vordermann bringen. Ich werde jetzt sehr viel tauschen. Es wird sehr viel Audi-Content geben. Und wir werden uns von vielen Projekten trennen. So auch nebenbei. Leute, bleibt gesund.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftsituation. Bis dann. Ciao. Ein Eusch. Ja. Audi. Richtig.